Partnerschaften, Dorfzukunft und Klimaschutz. Das und mehr in dieser Ausgabe von Wir am Landkreis die Woche. Also bleiben Sie dran. Ja, servus zusammen und herzlich willkommen zu dieser 57. Ausgabe von Wir im Landkreis die Woche. Ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. So viel wie noch nie neue Staatsbürger haben bei einer Feier im Kreishaus ihre Staatsbürgerurkunde, ihre Einbürgerungsurkunde erhalten. Die Gründe, hierher zu kommen und die deutsche Staatsbürgerschaft anzunehmen, die Gründe, die sind wirklich vielfältig. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Wir im Landkreis die Woche. Heute möchte ich beginnen mit unserer Einbürgerungsfeier diese Woche. Wir haben wieder zahlreiche Bürgerinnen und Bürger bei uns als deutsche Staatsbürger eingeführt mit der Überreichung der Einbürgerungsurkunde. Es waren insgesamt 33 an der Zahl. Die meisten Einbürgerungen, die wir bei einer Einbürgerungsfeier vollzogen haben, und vor allem ein Schwerpunkt natürlich der Einbürgerungen waren syrische Bürgerinnen und Bürger aufgrund des bekannten Syrien-Konfliktes. Und es waren aber auch zahlreiche andere Nationen vertreten, beispielsweise aus Kamerun, aus der Dominikanischen Republik, aus Polen, aus der Ukraine. Und die Biografien dieser neu eingebürgerten Personen sind immer wieder erstaunlich. Wir haben hier Personen, die der Liebe wegen, die des Berufswegens oder eben, wie gesagt, aufgrund der Situation im Herkunftsland zu uns kamen und sich mittlerweile so gut integriert haben, dass sie die Voraussetzungen für die Einbürgerung über die Sprache, über die Integration und vor allem auch über die soziale Unabhängigkeit erfüllt haben. Dem zur Folge habe ich alle neu Eingebürgerten herzlich willkommen geheißen in unserem Landkreis und ich wünsche Ihnen alles erdenklich Gute. Ja, hier bei uns in der Region, wir sind es ja gewohnt, mit relativ vielen Nationen zusammenzuleben. Die größte Community ist sicherlich die der US-Amerikaner. US Air Force General Otis Jones bekräftigte jetzt diese Partnerschaft auf eine ganz besondere Art und Weise. Ja, dann war eine schöne Veranstaltung auf der Airbase in Ramstein. Wir hatten gemeinsam initiiert von der Air Force, dass man ein sogenanntes Monument der Partnerschaft ins Leben gerufen hat am zentralen Kreisel auf der Airbase. Alle sogenannten Host Nations, das sind die Gemeinden, die hier den Standort quasi permanent begleiten und unterstützen. Da wurden entsprechende Stelen aus Sandstein, die übrigens aus unserem Schweinstal im Landkreis stammen, vom Naturstein Picard enthüllt und vor allem in Betrieb genommen und eingeweiht. Deshalb ganz herzlichen Dank für diese hervorragende Zusammenarbeit mit den Gastkommunen hier bei uns in der unmittelbaren Umgebung der Airbase Ramstein. General Otis Jones sprach von einem Zeichen der Dankbarkeit. Das kann ich nur bestätigen und die Beziehungen sind hervorragend und werden auch in Zukunft von uns gepflegt. Ja, alles ist im Wandel, unsere Lebensweisen, unsere Arbeits- und Wohngewohnheiten. Das heißt, die Gemeinden müssen sich stetig anpassen und für diese Anpassungsbestrebungen, dafür gibt es jetzt Unterstützung. Dann darf ich noch auf eine sehr schöne Ehrung hinweisen. Wir waren gemeinsam mit den Vertreterinnen und Vertretern der Ortsgemeinden Gerhardsbrunn und Heiligenmoschel in Mainz beim ZDF. Dort hatte der Innenminister den beiden Kommunen die sogenannte Anerkennungsurkunde zur Schwerpunktgemeinde überreicht und das ermöglicht den Gemeinden 8 Jahre lang höhere Zuschüsse
zu generieren für Dorfprojekte, für Ortsentwicklungsmaßnahmen, um die Ortskerne attraktiver zu gestalten. Das ist eine sehr gute Initiative. Vieles geht dieser Anerkennung voraus, nämlich eine Dorfmoderation in der Regel und vor allem auch viele Workshops mit Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger. Das fördert unsere Kreisentwicklung und ich bin stolz darauf, dass die Gemeinden Gerzbrunn und Heiligenmuschel sich daran beteiligt haben. Ja, und man kann natürlich auch viele Dinge selbst in die Hand nehmen. Ehrenamtliche Bürgerprojekte, die können noch bis Monatsende März ihre Ideen anmelden und dafür Unterstützung bekommen. Ja, dann darf ich über ein bekanntes und interessantes Projekt unserer lokalen Aktionsgemeinschaften zur Förderung des ländlichen Raumes hinweisen. Zum einen über die LAG Westrich-Klantal, zum anderen über die LAG Donnersberger und Lautrer Land. Hier werden regelmäßig Förderaufrufe gestartet, so auch zu dem jetzigen Bürgerprojekt. Und da läuft die Bewilligungs- und Antragsfrist noch bis 31. März dieses Jahres. Ich bitte darum, dass sich möglichst viele Kommunen und Bürgerprojekte daran beteiligen. Über diese Möglichkeit kann man kleinere Projekte sinnvoll unterstützen und das Ganze birgt natürlich die Entwicklung der Gemeinde und zum anderen die nachhaltige Wirtschaft im Ort, was mit diesen Maßnahmen vorangetrieben werden soll. Am nächsten Donnerstag, am 30. März um 18 Uhr, da findet im Kreishaus die öffentliche Vorstellung des Klimaschutzkonzeptes des Landkreises statt. Jeder kann kommen und alle Besucher, alle Bürger haben die Möglichkeit, noch ihre Wunschmaßnahmen während der Veranstaltung dort vor Ort zu bewerten. Dann will ich noch auf unser Klimaschutzkonzept im Landkreis Kaiserslautern hinweisen. Hier haben wir ja seit geraumer Zeit unseren Klimaschutzmanager damit beauftragt, das Konzept zu erstellen, in enger Zusammenarbeit mit den beteiligten Verbandsgemeinden. Es geht darum, nachhaltige Klimaschutzmaßnahmen zu entwickeln und vor allem dann auch in einem Konzept niederzuschreiben und sich daran zu orientieren. Dieses Konzept wird jetzt demnächst final vorgestellt und zur Abschlussveranstaltung lade ich natürlich alle Interessierten ganz herzlich ein. Ja, und ein bisschen Kultur darf es natürlich auch sein. Die Kreismusikschule veranstaltet zwei öffentliche Konzerte im April, einmal am 16. April. Und zwar ein Barockkonzert in der protestantischen Kirche in Steinwenden. Eintritt ist frei. Und am 27. April, da lädt das Jockel des Youth Orchestra of County Kaiserslautern, also das Jugendsymphonieorchester der Kreismusikschule des Landkreises Kaiserslautern, ein zum Frühlingskonzert und zwar im SWR-Sendesaal in Kaiserslautern. Beide Mal Eintritt frei, um Spenden wird gebeten. Und wie immer viel mehr gibt es natürlich in der gedruckten Ausgabe des Wir im Landkreis. Die April-Ausgabe bereiten wir gerade vor. Folgen Sie uns auch auf Facebook, auf Instagram und natürlich hier auf YouTube und unsere Website www.wirimlandkreis.de. Und ich freue mich über ein Like und ein Abo. Dann bleibt mir noch zu sagen, machen Sie es gut.